Salvete, Latin Lovers, das ist ein Schülerwunschvideo und in diesem Video, das ist das zweite Video zum Participium Conjunctum, abgekürzt ist es mit PC. Im ersten Video haben wir das Partizip Perfekt Passiv behandelt, das kannst du auch auf meinem Kanal finden. Aber in diesem Video geht es um das Partizip Präsens Aktiv und die deutsche Entsprechung dazu ist das Partizip 1, das kennst du vielleicht aus dem Deutschunterricht. Zu dem Verb machen ist das Partizip 1 machend. Doch es ist recht selten, dass wir es benutzen im Deutschen. Eigentlich primär attributiv, zum Beispiel die lachenden Kinder. Ja? Also wenn es ein Substantiv näher bestimmt, die lachenden Kinder, wenn wir das Partizip attributiv gebrauchen, also in Form eines Adjektivs. Gut. Wiederholen wir am besten die Basics, also PC, also diese Konstruktion, das verbundene Partizip, kommt in allen Kasus vor. Aber in der Regel, wenn es im Ablativ kommt, dann ist es eine ganz andere Konstruktion, das ist der Ablativus Absolutus. Dann, was ist ein PC? Ein PC ist ein Prädikativum. Es nimmt eine Mittelstellung zwischen Adverbiale und Attribut ein. Und zwar ist es ein Attribut, weil es in der Regel dann ein Subjekt oder Objekt näher bestimmt, aber andererseits beschreibt es einen Umstand näher oder gibt den Umstand an. Und deswegen ist es Adverbiale. Gut, wir haben auch 5 Übersetzungsmöglichkeiten Unterordnung. Da gibt es verschiedene Subjunktionen, also unterordnende Bindewörter, zum Beispiel beim Partizip Präsens ist das in der Regel während oder weil. Dann gibt es obwohl und weitere. Beiordnung, wir haben die Konjunktion und, ja? Das heißt die Handlung des Partizips und die Handlung des übergeordneten Verbs wird mit einem und verbunden. Dann haben wir die Substantivierung. Das ist, wenn wir aus einem Partizip ein Substantiv bilden. Das werden wir uns anschauen. Wörtliche Übersetzung geht in der Regel, ist sie etwas umständlich, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und man kann in der Regel aus einem Partizipium Conjunctum einen Relativsatz machen. Und das wollen wir an diesem Satz üben. Homini semper verum dicenti fidem habemus. Klären wir zuerst die Vokabel. Homini findest du bei homo, das ist der Mensch. Semper heißt immer oder stets. Dann verum ist in diesem Fall kein Bindewort, sondern die Wahrheit. Dicendi, das ist unser Partizip. Das kannst du an der Zwischensilbe nt erkennen. Das ist ein typisches Kennzeichen für Partizip Präsens Aktiv. Machen wir es mal rot und fett. Und ja, im Wörterbuch findest du dann das Wort dickere. Dickere, das heißt sagen. Fides, vertrauen. Und habemus hast du wahrscheinlich auch schon kennengelernt, kommt von habere und das heißt haben. Gut, das sind die Vokabeln. Vielleicht machen wir die wörtliche Übersetzung unter diesen Satz, damit du das Ganze vor Augen hast. Das wäre die wörtliche Entsprechung dessen, was quasi in diesen Wörtern sich verbirgt. Aber das ist noch keine richtige Übersetzung. Ja? Versuchen wir es zuerst mit der Unterordnung. Vertrauen haben kann man durchaus mit einfach Vertrauen übersetzen. Nehmen wir dazu die Subjunktion weil. Weil der Mensch oder irgendein Mensch. Weil ein Mensch stets Wahrheit und denken wir an das deutsche Sprachsystem, wir brauchen einen Artikel. Wenn ein Mensch stets die Wahrheit sagen, ja, wir müssen es flektieren, sagt, weil der Mensch ist ja dritte Person Singular.
Weil ein Mensch stets die Wahrheit sagt. Entweder haben wir Vertrauen zu ihm oder vertrauen wir ihm. Vertrauen wir ihm. Ja? Woher haben wir das wir? Weil in der Endung muss die Person, das Subjekt mitgemeint ist. Ja, die Endung muss. Beim Präsens steht für die Person erste Plural. Und im Deutschen müssen wir das Personalpronomen wir ergänzen. Okay. Da Vertrauen ein Dativobjekt fordert, ergänzen wir auch dieses Personalpronomen im Dativ ihm. Ihm bezieht sich dann auf den Menschen. Okay, zwei. Beiordnung. Ist ganz simpel. Diese Einheit, ein Mensch sagt stets die Wahrheit. Das ist so gesehen unser Partizipium Konjunktum. Ja? Partizipium Konjunktum ist eine Konstruktion, die mindestens aus zwei Bausteinen besteht. Aus einem Substantiv und dann einem Partizip. Das Substantiv und das dazugehörige Partizip kannst du daran erkennen, dass sie in Kasus, Numerus und Genus übereinstimmen. Also im Fall, Zahl und im Geschlecht. Ja? Homini, an der Endung i erkennst du, es handelt sich um den Dativ Singular der dritten Deklination. Und an der Endung i ebenfalls erkennst du, es handelt sich um den Dativ Singular dritte Deklination. Ja? Und hier kannst du schon mal aufschreiben, das Partizip Präsens aktiv wird nach der konsonantischen Deklination dekliniert, bis auf ein paar Ausnahmen, aber auf die kommen wir zu sprechen. Also in einigen Kasus sieht die Endung, also weicht die Endung von der konsonantischen Deklination ab. Gut, aber hier ist es ziemlich eindeutig. Du kannst bei homini sehen und bei dicenti, die Endungen sind in diesem Fall identisch. Glück gehabt, aber das muss nicht immer zutreffen. Ja? Denn das Partizip Präsensaktiv kann sich auf ein Wort beziehen, das zum Beispiel aus der O-Deklination kommt oder aus der A-Deklination oder aus der U-Deklination oder aus der E-Deklination. Ja? Und so weiter und so fort. Gut, versuchen wir es mit der Beiordnung. Ja? Das heißt, die Handlung des Partizips, die kennen. Sorry. Die Handlung des Partizips sagen und die Handlung habere, also fidem habere, also entweder Vertrauen haben oder Vertrauen, verbinden wir mit einem und. Ja? Also, ein Mensch sagt stets die Wahrheit und wir vertrauen ihm. Ja? Das wäre die Auflösung mit der Beiordnung. Ja? Die Handlung des Partizips, die kennt die sagen, und die Handlung habere haben, beziehungsweise fidem habere vertrauen, die verbinden wir mit einem und. Dann Substantivierung. Das wird ein bisschen kompliziert. Hier musst du natürlich wissen, dass nicht, also A, du musst nicht alle fünf Übersetzungsmöglichkeiten beherrschen. Aber es wäre schön, wenn du sie beherrschen würdest. Dann hast du viele Auswahlmöglichkeiten und deine Stilistik wird auf jeden Fall, naja, variös, also vielfältig. Und du musst als zweites wissen, dass nicht jede Übersetzungsmöglichkeit klappt. Beziehungsweise nicht jede Übersetzungsmöglichkeit ist wirklich realisierbar. Und es kann sein, dass sie stilistisch überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht in diesem Fall funktioniert sie nicht. Substantivierung meint, dass wir dieses Partizip substantivieren. Das Verb heißt sagen und das Substantiv dazu das sagen. Also, das Subjekt in diesem Fall ist immer noch wir. Also wir vertrauen. Vertrauen kommt mit dem Dativobjekt vor. Wir vertrauen wem? Man fragt nach dem Dativ wem. Wir vertrauen dem Sagen
Und dann kann man stets auf das Sagen beziehen, dem steten Sagen der Wahrheit eines Menschen. Und das meine ich mit, das klappt nicht immer. Das ist nämlich sehr, naja, nicht so ganz deutsch angemessen. Also, das ist nicht so ganz dem Deutschen angemessen. Deswegen würde ich das lieber nicht nehmen. Wir vertrauen dem steten Sagen der Wahrheit eines Menschen. Ja? Wir wissen, was gemeint ist, aber das ist nicht unbedingt das angemessene Deutsch. Ja? Das heißt, eine Substantivierung bzw. diese fünf Übersetzungsmöglichkeiten sind zur Orientierung gegeben, wie wir ein Partizipium Konjunktum wiedergeben. Aber nicht alle müssen klappen. Ja? Aber wir lernen auf jeden Fall, dass bei der Substantivierung das Partizip substantiviert wird. Ja? Aus dem Verb sagen machen wir das Sagen, ja? Oder das Reden, das Sprechen. Und das dazugehörige Substantiv wird als Genitivattribut angehängt, ja? Das Reden eines Menschen, das Sagen eines Menschen, das Sprechen eines Menschen, wessen eines Menschen. Gut, Relativsatz oder nee, wörtlich. Wörtlich. Wir vertrauen einem stets die Wahrheit, ja? Und aus Sagen machen wir tatsächlich das Partizip 1, sagend. Da dieses Partizip sich aber auf den Menschen bezieht, homini, verwenden wir es attributiv. Einem stets die Wahrheit sagenden Menschen. Ja? Einem stets die Wahrheit sagenden Menschen. Das ist auch nicht unbedingt die beste Übersetzung, deswegen würde ich sie mit Vorsicht behandeln. 5. Relativsatz. Relativsatz. Und erneut, wir vertrauen. Wem vertrauen wir? Wir vertrauen diesem Menschen, dem Menschen, ja, dem Menschen, weil danach folgt ein Relativsatz, der diesen Menschen bestimmt. Deswegen ist es ein bestimmter Mensch. Dem Menschen und einen Relativsatz leiten wir mit einem Relativpronomen ein. Entweder welcher oder der. Der stets die Wahrheit sagt. Wir vertrauen dem Menschen, der die Wahrheit sagt. Jetzt habe ich alle fünf Übersetzungsmöglichkeiten aufgezeigt. Wiederholen wir nochmal, was wir gelernt haben. Ein Partizipium Konjunktum besteht immer aus zwei Bausteinen, mindestens aus zwei Bausteinen, aus einem Substantiv und einem Partizip. Sie sind in Kasus, Numerus und Genus kongruent, ja, Fall, Zahl und Geschlecht. Ja. Und das kannst du meistens an den Endungen erkennen, meistens, ich sage nicht immer, weil ein Partizip Präsens aktiv wird nach der konsonantischen Deklination dekliniert, mit einigen Ausnahmen, die werden wir gleich sehen. Aber das dazugehörige Substantiv muss nicht unbedingt immer, jetzt wie in diesem Fall, nach der konsonantischen dekliniert werden und muss nicht immer die gleiche Endung haben. Es kann auch die Endungen der anderen Deklinationen haben. Gut, und die fünf Übersetzungsmöglichkeiten haben wir hier gesehen. Gut, jetzt schauen wir uns an, wie wir dieses Partizip erkennen. Ja? So, wenn wir also ein Partizip Präsens aktiv in einem Satz erkennen sollen, ja, und wir eine Arbeit dazu im Unterricht Und ein Lehrer hat festgestellt und ein Lehrer hat bestimmt, dass wir eine Arbeit schreiben und es wird ein Partizip, also ein Partizipium Konjunktum vorkommen mit einem Präsenspartizip. So muss man wissen, erstens, dass das Partizip Präsensaktiv nach der konsonantischen Deklination dekliniert wird. Ja? Die konsonantische Deklination kannst du dir vielleicht ins Gedächtnis rufen. Konsonantische Deklination homo, hominis, homini, hominem, homine. Also homo ist der Mensch. Homines, hominum, hominibus, homines, hominibus. Also
In der Regel sagt man, das Partizip Präsens aktiv wird nach der konsonantischen Deklination dekliniert, aber es gibt einige Ausnahmen. Ja? Diese Ausnahmen kannst du vor allem beim Genitiv Plural sehen. Ja? Die Endung beim Genitiv Plural bei der konsonantischen Deklination ist um, beim Partizip ist es jedoch nicht um, sondern ium. Und beim Neutrum, ja, Neutrum ist beim Nominativ Plural und Akkusativ Plural die Endung ia. Achtung, beim Neutrum muss man auch erwähnen, aber das hast du auch wahrscheinlich schon gelernt. Beim Neutrum, bei allen Deklinationsklassen, der Nominativ Singular entspricht dem Akkusativ Singular. Und der Nominativ Plural entspricht immer dem Akkusativ Plural. Aber das ist beim Neutrum. Ja? Du siehst, beim Maskulinum und Femininum sieht es anders aus. Wir haben hier beim Nominativ Singular die Endung NS. Hier haben wir die Endung EM. Okay? Gut. Und du hast es schon bereits erkannt. Ja? In allen anderen Kasus außer dem Nominativ Singular haben wir Zwischensilbe NT als das Erkennungsmerkmal von Partizip, vom Partizip Präsens aktiv. Und beim Nominativ Singular haben wir das Erkennungsmerkmal des Partizip Präsens aktiv, die Endung NS. Bei allen anderen Kasus ist das die Zwischensilbe NT. NT. Ja, ganz wichtig. Ja. Gut, also jetzt kannst du auf jeden Fall das Partizip erkennen. Und zwar immer an der Endung NS im Nominativ Singular. Ja? Oder an der Zwischensilbe NT. Zwischensilbe NT ist das Erkennungsmerkmal des Partizip Präsens aktiv. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass die Partizipien sich von Verben, dass die Partizipien sich von Verben ableiten. Aber ich denke mal, das muss man auch bereits aus dem Unterricht kennen. Ja? Gut. Also das, was du hier siehst, das ist das Erkennungsmerkmal des Partizips, also NS, NT. Aber das sind so gesehen die Ausnahmen ium Genitiv Plural, das ist der Unterschied zu der konsonantischen Deklination. Nicht um, sondern ium. Und im Plural. Bei der konsonantischen Deklination haben wir im Neutrum A und bei dem Partizip Präsens aktiv, es wird mit PPA abgekürzt, haben wir die Endung IA. Gut, jetzt eine kleine Übung. Hier hast du ein paar Sätze und jetzt kannst du auf Pause drücken und die Zeit darauf verwenden, aus diesen Sätzen die Partizipien, und zwar Partizip Präsens aktiv, herauszusuchen. Ja? Erkennungsmerkmal haben wir kennengelernt. Erstens, die Wörter lassen sich von den Verben ableiten. Zweitens, sie haben als Suffix, also die Endung Endsilbe NS oder die Zwischensilbe NT. Und diese Wörter werden nach der konsonantischen Deklination dekliniert. Gut, wenn du dann wieder auf Play drückst, dann siehst du die Ergebnisse. Okay. Ardentia ist unser Partizip. Ja, das kannst du an der Zwischensilbe NT erkennen. Und Endung IA haben wir bereits kennengelernt. Das ist so ein Sonderfall bei dem Partizip Präsens aktiv. Das ist Neutrum. Ja, und es ist Plural, Nominativ oder Akkusativ. Dann Lacrimantium im nächsten Satz. Schon wieder Zwischensilbe NT. Das ist unser Partizip Präsens aktiv. Und die Endung ium, ganz klar, Genitiv Plural. Dann im nächsten Satz redeuntem, Zwischensilbe NT und die Endung EM, Akkusativ, Singular, Maskulinum oder Femininum. Gut, also fassen wir zusammen. Wie erkennen wir das Partizip Präsens aktiv? Wir erkennen es daran, dass es einmal ein Wort ist, das sich von einem Verb ableitet. Zweitens, es hat entweder die Endung NS im Nominativ Singular.
Oder es hat die Zwischensilbe nt, ja, und dieses Partizip wird nach der konsonantischen Deklination dekliniert. Gut, die fünf Übersetzungsmöglichkeiten haben wir auch geübt, wobei du wissen musst, dass nicht alle Übersetzungsmöglichkeiten klappen. Vielleicht eine oder die andere sieht stilistisch sehr makaber aus und die würden wir dann im Unterricht nicht verwenden. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Drücke auf jeden Fall den Like-Button, aktiviere die Benachrichtigungsoption, das ist so eine kleine Glocke. Empfehle mich weiter. Teile das Video auf Facebook, Twitter und sonst irgendwo. Dann kann dieser Kanal wachsen. Wenn du ein Wunschvideo hast oder Fragen, kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und bis auf Weiteres wünsche ich dir viel Spaß mit Latein und ciao.